Speziell im Brettsperholz war das erste Quartal in Wahrheit eine Katastrophe und innerhalb von 2-3 Wochen hat sich die Lage komplett verändert. Vor der Holzkurierkamera haben wir hier auf der Holzmesse in Klagenfurt den CEO von Meyer-Mellenhof Holz und Obmann von ProHolz Austria. Guten Tag, Herr Strahlz. Grüß Gott. Meine erste Frage wäre, wie war für die Branche heuer die Versorgungslage? Und was können wir künftig erwarten, auch fürs nächste Jahr? Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Versorgungslage heuer besser war als in den vergangenen Jahren, nämlich quer über Österreich betrachtet. Ja, es hat doch stärkere Ereignisse gegeben, vor allem auch in der Steiermark. Und es wird jetzt abzuwarten bleiben, wie diese Aufarbeitungen funktionieren. Von der Käferkalamität müssen wir auch ganz offen sagen, es war im ersten Halbjahr sehr wenig, aber jetzt stehen die Zeichen wahrscheinlich auf Sturm und das bedeutet fürs nächste Jahr wahrscheinlich, dass auch hier ein höherer Schadholzanteil zu erwarten ist und die Versorgung in etwa mit dem heurigen Jahr zusammenpassen wird. ProHolz Austria steht dafür, dass der Inlandsabsatz von Holz gesteigert wird, dass Holz mehr in die Gebäude reinkommt. Wie beurteilen Sie den Absatz heuer in Österreich? Also es hat schwierig begonnen und wir müssen sagen, dass in Summe ab April der Holzbau massiv angezogen hat. Ja, also ich vergleiche das so mit der Ruhe vor dem Sturm, speziell im Brettsperrholz. Wenn man sich das angeschaut hat, war das erste Quartal in Wahrheit eine Katastrophe und innerhalb von 2-3 Wochen hat sich die Lage komplett verändert. Das heißt nicht, dass irgendjemand aufgewacht ist, sondern die Kundschaft hat sehr, sehr lange mit der Vergabe gewartet und war dann im Druck, es zu vergeben. Und die Situation haben wir jetzt und das, was früher ich habe keine Aufträge, heißt jetzt, ich kann in 3 Monaten, ich kann in 4 Monaten. Eine Zwischenfrage wäre noch, der Einfamilienhausbau hat Probleme, der Einfamilienhausbau wird vielleicht nicht mehr dorthin kommen, wo er jemals war, aber umgekehrt, der Mehrgeschosser, hier gewinnt Holz massiv an Marktanteilen, wahrscheinlich wird Holz dann auch, wenn der Bau wieder richtig losgeht, entsprechend anders dastehen als vorher. Ja. Auch dafür steht ProHolz, wie sehen Sie da die Perspektiven? Also wir von ProHolz versuchen ja massiv den mehrgeschossigen Bau, sowohl den Wohnbau als auch den Wirtschaftsbau zu promoten. Wir haben ja mit der Waldfondsinitiative das große Glück, dass wir Holzbaufachberater 8 an der Zahl in ganz Österreich einsetzen können, die wirklich Bauträger, Kommunen, Gemeinden, Städte abholen und mit ihrem Wissen dazu beitragen, dass die Angst vor, ich muss mit Holz bauen, genommen wird, weil der Holzbau ist heute auf einem technischen Stand, der wirklich einzigartig ist. Österreich ist stark exportorientiert. Wie war die Exportlage heuer und was können wir für nächstes Jahr erwarten? Das kann man so quer über den Kamm nicht scheren. Wir wissen alle, Deutschland schwierig, Italien gut, Spanien, Portugal gut, Skandinavien depressed und dann verbessert und Amerika preislich schlecht, aber Menge so und so. Und ich erwarte, dass das nächste Jahr keine sehr großen Veränderungen bringen wird. Ich glaube aber, dass im Jahr 26 zumindest ein Lichtschein am Horizont auftauchen wird. Davor noch, was sind kurzfristig die größten Herausforderungen für die Branche? Ja, das sind 4 Buchstaben, EUDR. Ich glaube, das ist für unsere gesamte Branche eine wahnsinnige bürokratische Hürde. Ich finde es wirklich als Treppenwitz der Geschichte, dass man eine Regelung einführt, Gesetze macht, Strafen ausspricht, aber nicht sagt, wie es durchzuführen ist. Und wir sind heute Anfang September und es gibt keine Klarheit, was wie zu tun ist, damit man diesen Regeln entspricht. Ich hoffe, die EU-Kommission versteht das und wird zumindest einer Verschiebung der Einführung zustimmen. Dass das kommt, ist unbestritten, aber es muss administrierbar sein in der gesamten Wertschöpfungskette, nämlich vom kleinen bis zum riesengroßen Forst und vom kleinen Sägewerk bis zum riesengroßen Sägewerk in die Weiterverarbeitung überall. Wir müssen darauf achten, dass es administrierbar bleibt. Und der Grundgedanke der EUDR, dass ich vermeide, ja, dass zweifelhafte Ressourcen eingesetzt werden, das würde ich ja in Europa mit unseren Forstgesetzen doch eher in Abrede stellen. Herr Strahlz, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne.